Ganz kurz, bevor das Video losgeht zum Thema AfD-Wahlprogramm. Ich fordere jeden, der Einfluss, der Geld und vor allem der Reichweite hat, dazu auf, neben allen anderen, seine politische Meinung zu äußern. Für welche Wahlprogramme stehst du? Für welche Parteien stehst du? Für welche Politiker stehst du? Und ich fordere deswegen dazu auf, weil ich es als ein riesen Problem sehe, dass in Deutschland so viele Leute, die Geld, Einfluss, Erfahrung, Kompetenzen, Macht, Reichweite haben, nichts sagen, nichts machen, sondern alle hinter der versteckten Kammer oder wie man auch immer den Spruch sagt, bleiben. Und das finde ich ein Riesenproblem. Hab doch einfach den Mut dazu, sag einfach, wofür du stehst, auch wenn du dadurch ein paar Kunden verlierst. Auch wenn du mal aneckst, auch wenn du dadurch mal Kritik bekommst. Hab keine Angst, für, aber auch gegen Dinge zu stehen. Deswegen, ich rufe da jeden auf und hinterfragt euch immer, wenn jemand seine Meinung nie äußert, dann fragt euch mal, warum tut das nicht? Warum äußern die ihre Meinung nicht? Meistens, weil sie entweder noch nicht genug im Game drin sind oder weil sie schon zu weit im Game drin sind. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zum Video AfD Wahlprogrammanalyse zur Europawahl 2024. Erstens mal vielen Dank an Tech-Aktien. Ich werde den Instagram-Kanal hier unten verlinken. Und was mir einfach nur wichtig ist, ist folgendes, Leute. Ich will euch nicht sagen, die AfD ist gut, die CDU ist gut, die Grünen sind gut oder die Linken sind böse. Nein, was ich will, ist folgendes. Ich will, dass jeder hier weiß, für was welche Partei steht, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, ich möchte, dass sich dann jeder anschaut, was die Parteien versprechen oder auch versprochen haben und was sie dann in Zukunft halten bzw. gehalten haben. Also mir sind zwei Dinge wichtig. Für was steht eine Partei? Und dann, wenn sie gewählt wird, setzt sie auch wirklich die Dinge um, die im Parteiprogramm drinstehen. Und mir geht es weniger darum, wer jetzt in den Medien als gut oder als böse dargestellt wird. Mir geht es weniger darum, wer jetzt einen super charismatischen Parteivorstand oder bla 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 hat. Mir geht es darum, welche Dinge wollen die, was ziehen sie durch, was passt zu mir am besten, wo glaube ich, dass es für das deutsche gesamte Volk und auch für Europa, für die Welt am allerbesten ist. Und dann aber natürlich schon noch, bei wem stehen wirklich souveräne Leute auch vorne dran? Ja, wie denken die, wie handeln die? Und deswegen gehen wir mal jetzt alles durch von Finanztransaktionssteuer, dann vorgebundene Altersvorsorge bis hin zu Krypto, Bargeld, CO2. Wir gehen alles durch und ich werde überall sagen, bin ich dafür oder bin ich dagegen. Und außerdem, was ich euch auch empfehlen kann, schaut euch mal, auch bevor ihr wählt, den Wahlomaten. Also schaut euch alle Wahlprogrammanalysen an, okay? Und dann schaut ihr euch auch wirklich an bei Wahlomat, für was würdet ihr denn wählen, wenn es nur darum geht, was im Wahlprogramm drinsteht. Also, keine Finanztransaktionssteuer. Und da habe ich gleich ein Neutral. Das heißt also, da gibt es jetzt bei mir gleich, ich habe also Neutral, Ja und Nein. Da gibt es jetzt bei mir direkt mal ein Neutral. Warum das so ist, ich gehe erst später ins Detail. Jetzt gehen wir erstmal die ganzen Punkte durch. Dann, Punkt Nummer 2, vorgebundene Altersvorsorge. Ganz klares Ja. Absolut klares Ja. Das gibt es auch größtenteils in den USA, das gibt es größtenteils in Skandinavien und bei uns gibt es ja nur eine Umlage, ein Ponzi-System. Das Geld kommt rein, Geld geht wieder raus, aber dort wird das Geld, also das Geld kommt rein, da wird es angelegt, erwirtschaftet eine Rendite und dann wird da was ausbezahlt. Also ein sehr, sehr wichtiger, extrem wichtiger Punkt, Leute, einer der wichtigsten Punkte, vor allem für die älteren Leute, aber natürlich auch allgemein für unsere Wirtschaft in Deutschland. Dann Kleinanlegerquote erhöhen. Ja, da bin ich auch dafür, absolut. Weil in Deutschland gibt es auch so viele Leute, die haben nichts in Aktien, die haben nichts in Krypto, die wohnen zur Miete, die haben keinen Immobilienbesitz.
Man sollte dafür sorgen, dass viel mehr Leute Besitz haben. Ob das jetzt Firmenbesitz ist, Immobilienbesitz, Landbesitz, aber mehr Leute brauchen Besitz, weil es wird immer eine Erhöhung der Geldmenge geben. Und wenn dann du keine Assets besitzt, dann zerfrisst dich die Inflation, dann gehst du immer oder oftmals leer aus. Dann, der nächste Punkt, Kryptoindustrie stärken, auch absolut ja. Nächster Punkt, Bargeld erhalten, ein Ultra-Ja. Wer Bargeld abschaffen will, der hat für mich nicht alle Tasten im Schrank. Und wie schon gesagt, ich will es jetzt in diesem Video schneller durchgehen. Und dann können wir auch noch ein längeres, ausführlicheres Video machen, wenn ihr wollt. Könnt ihr mir gerne hier drunter schreiben. Dann, kein Vermögensregister. Ich bin für Freiheit und ich bin auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, für Diskretion und für Privatsphäre. Das heißt, der Staat ist nicht da, um mich auszuspionieren, um alles zu wissen, was bei mir läuft. Der Staat ist dafür da und der Staat ist bei uns auch in Deutschland viel zu krass aufgebläht, nur um ein paar Dinge zu übernehmen. Zum Beispiel das ganze Thema Militär, also Schutz, ein paar Themen wie Grundinfrastruktur, Grundbildung, ein paar Grundversorgungsthemen, dann Polizei und so weiter. Aber das war es halt dann auch schon. Der Staat mischt sich viel zu viel ein und der Staatsapparat ist schon viel zu aufgebläht. In Deutschland 17 Millionen Leistungsträger gibt es vielleicht oder nicht mal. Und die anderen über 60 Millionen Leute, die leben nur von den 17 Millionen Leuten, die arbeiten. Das kann einfach nicht mehr sein. Jetzt bin ich schon wieder zu weit ausgeschweift. Also, keine Vermögensregistrierungen bin ich also auch dafür. Jetzt bin ich also einmal neutral, 1, 2, 3, 4, 5 Mal schon dafür. Dann, keine Technikverbote. Also, zum Beispiel hier Verbrennermotor, Diesel sowie Öl- und Gasheizung nicht verbieten. Natürlich nicht verbieten. Der Dieselmotor ist eine der größten Errungenschaften überhaupt für Deutschland, überhaupt für die ganze Welt, das zu verbieten, unsere eigene Automobilindustrie da kaputt zu machen und so einen effizienten Verbrenner zu verbieten. Absoluter Schrott. Jetzt nehme ich kurz einen Schluck Kokoswasser. Bin ich also wieder ganz klar dafür. Dann kein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Bin ich auch dafür. Ja? Hier schon die Haken zu machen. So, dann CO2-Steuer und Luftverkehrssteuer abschaffen. Nein, ich finde, Arbeit sollte nicht versteuert werden, aber Konsum sollte versteuert werden. Ich habe da sowieso ganz klare steuerliche Ansichten. Da bin ich jetzt das allererste Mal dagegen, weil ich finde, wer mehr konsumiert, wer mehr fliegt, mehr Linienflüge nutzt, mehr Private Jet, mehr Autofahrt etc. Also mehr konsumiert, Luftverkehrssteuer, ja, CO2-Steuer wäre wieder so ein Thema, Fragezeichen, ja. CO2-Steuer ist wieder so ein Fragezeichen, aber Luftverkehr, also wer mehr Dinge nutzt, der sollte auch dann teilweise mehr Steuern zahlen, okay. Dann geht es weiter, neue deutsche Mark statt Euro-Währung. Das ist jetzt auch so ein umfangreiches Thema, wo ich jetzt erstmal noch sage, neutral. Ja? Es ist so ein umfangreiches Thema, da sage ich nicht einfach nur stumpf ja. Dann neue AKWs bauen, Braunkohlestrom als Zwischenlösung. Absolutes Ultra-Ja. Also absolut muss man machen, mehr AKWs bauen. Wir können doch nicht bei uns keine AKWs bauen, AKWs abschaffen, dann bauen sie in Frankreich AKWs und dann kaufen wir es denen ab oder was. Das macht doch gar keinen Sinn, 0,0 Sinn. Also das war jetzt die erste Seite. Jetzt kommen wir auf die zweite Seite. Ich muss das Video in unter 15 Minuten schaffen, deswegen jetzt ein bisschen schneller. Kernenergie inklusive Forschung, Euratom, Kernfusion fördern. Also Kernenergie fördern, absolut ja. Dann keine weiteren Windkraftanlagen. Genau, Windkraft weg bin ich auch für ja. Warum? Das ist ein viel größeres Problem für die Umwelt. Es rentiert sich überhaupt nicht. Also bin ich tendenziell auch eher
für weg damit, ja? Stimme ich also zu. Streichung von Subventionen für Solar- und Windenergie. Bei Solar nein. Windenergie würde ich weg, aber Solar würde ich weiterhin noch subventionieren, bis die Atomkraftwerke stehen, bis man energieunabhängiger wird. Das heißt also, hier gebe ich jetzt auch erstmal, da gebe ich jetzt mal ein Nein. Ja? Wind weg, aber Solar noch ein paar Jahre ja. Auch weil ich selber, nicht nur weil ich selber auch im Solarbusiness drin bin, Leute, sondern weil wir einfach jetzt alle Möglichkeiten noch nutzen müssen, bis alles andere steht. Ich würde auch hergehen und nach Algerien Pipelines für Öl und Gas runterlegen, dass ihr es gleich mal wisst. So, dann Abschaffung aller Klimaschutzgesetze, EU-Emissionshandel und ESG-Vorgaben. Absolut ja. Was ist bei der Umwelt das Problem, Leute? Nicht das ganze CO2-Thema, sondern das große Problem ist zu viel Plastik, zu viel Konsum von Fast Fashion, Müll. Das ist das große Problem. Ja? Dann gegen Verschärfung europäischer Abgasnormen. Ja, das soll nicht verschärft werden. Ja? Klar, da sind wir auch dagegen. Also, dagegen. Dann geht's weiter. Nord Stream 2 reparieren und wieder russisches Gas kaufen. Ja. Leute, es bringt doch uns nichts, wenn es die Russen den Türken verkaufen und dann wir es den Türken abkaufen. Und dann haben die Russen mehr verdient, die Türken haben mehr verdient und wir haben drauf bezahlt und subventionieren trotzdem weiterhin den Krieg. Macht gar keinen Sinn, macht 0,0 Sinn. Dann, das nächste ist, Leute, EU verlassen. Da bin ich jetzt erstmal noch neutral, ist ein zu großes Thema, um jetzt hier einfach pauschal zu sagen, ja. Dann, keine Schuldenvergemeinschaftung. Ja, wir dürfen nicht die Schulden aller anderen Länder übernehmen. Vergiss's, keine Schulden anderer Länder übernehmen erstmal hier weiter. Dann, kein Kindergeld ins Ausland, bin ich auch dafür. Ich würde aber das Kindergeld in Deutschland erhöhen. Wir bekommen zu wenig Kinder. Ich würde das Kindergeld in Deutschland, was nach Deutschland geht, an Eltern hier geht, das würde ich richtig ordentlich erhöhen, dass wir die Demografie wieder so hinkriegen, dass es mehr junge Leute gibt. Dann begleitetes Autofahren ab 16 Jahren. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann der nächste Punkt. Globale Mindestbesteuerung mit einem einheitlichen Steuersatz von 15% für international tätige Unternehmen. Ja, ja und ja. Fünfmal ja. Es kann doch nicht sein, dass Apple, Amazon, Google, Microsoft, Starbucks bei uns die ganzen inländischen Unternehmen kaputt macht und dann auch noch keine Steuern zahlt. Das ist ja krank, Leute. Das ist krank. Krank. Das ist krank. So, dann. Auslandsschulden bei den Deutschen. Tage 2 sollen vom Ausland bezahlt werden, zur Not mit Aktien oder Gold. Auslandsschulden von Deutschland sollen bezahlt. Sollen vom Ausland bezahlt werden, okay. Machen wir jetzt auch nochmal neutral, müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Weil ich kannte das Wahlprogramm vorher auch nur zu 70%, Leute, muss ich ehrlich gestehen, ja. So, das heißt, wir bilden uns jetzt also hier teilweise noch weiter fort. Die letzten Bildungslücken schließen wir jetzt hier, okay. Dann Staatsgold zurückholen, absolut ja. Dann Verbot Versandhandel verschreibungspflichtiger Medikamente, um lokale Apotheken zu stärken. Sage ich jetzt mal neutral, weil dann müsste man das E-Commerce, dann müsste man das noch krasser ausweiten. Man kann das jetzt nicht nur so schnell, na, bin ich noch bei neutral. Dann Sanktionen gegen Russland und Syrien aufheben. Boah, so hart wie es klingt, Leute, ja. Ich erkläre in einem weiteren Video, warum. Aber so hart es klingt, ja. Weil man muss da um mehrere Ecken denken, okay? Dann offensive Beteiligung an Chinas neuer Seidenstraße. Offensive Beteiligung an Chinas neuer Seidenstraße. Muss ich auch als neutral sehen, Leute, warum?
weil China hat mit dieser Belt and Road Initiative auch extrem viele Multimilliarden verbrannt, sich verkalkuliert. China steckt selber in richtigen demografischen Schwierigkeiten, in richtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in so vielen Schwierigkeiten, sich da jetzt daran zu beteiligen, dass ich jetzt hier einfach sage, ja, da beteiligen wir uns jetzt, das kann ich so nicht unterschreiben. Dann Abbruch der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei. Die Türkei soll also nicht beitreten. Sage ich jetzt auch mal neutral, also bin ich jetzt nicht partout dagegen. Ja. Wehrpflicht wieder einführen, ja. Dann Förderung Schiefergasgewinnung, Fracking, ja, würde ich fördern, absolut. In nächster Zeit würde ich das Ganze fördern. Einfach solange Deutschland, also einfach bis Deutschland deutlich energieunabhängig sein muss. Deutschland, die Energiepolitik, Deutschland muss energieunabhängig sein. So gut wie es geht, energieautark oder zumindest mal, wo man abhängig ist, muss man mehrere Partner haben, dass man nicht von einem abhängig ist. Denn der Energiepreis, der wirkt sich auf alles aus. Und toll, dass ich jetzt hier so oft auf die Zeit schaue. Ich muss einfach nur das Video hier fertig kriegen. Dann Kosten. Günstigen Wohnraum schaffen statt EU-Energieverordnung und EU-Vorschriften. Ich glaube, ich habe es klar ausgedrückt. Bin ich auch dafür? Ja. Dann Abschaffung DSGVO-Verordnung zum Leistungsschutzrecht, Upload-Filter 47. Voll dafür, das ist alles nur Schrott. So, dann. Europawahl ist im Juni 2024, okay, passt. 2022 wurde das Mindestwahlalter von 18 auf 16 Jahren gesenkt. Die Wahl ist alle 5 Jahre. Was sagst du zu diesem Teil des Wahlprogramms und zu dieser Partei? Vielleicht magst du diesen Beitrag mit dem Lesezeichen rechts unten speichern. Also nochmal danke an Tech-Aktien. Ich war bei 2 Punkten bei Nein. Ich war bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkten bei neutral und ich war bei allen anderen Punkten, war ich ihrer Meinung, weil es Deutschland einfach wirtschaftlich stärkt, weil es den deutschen Wohlstand erhöht, aber da sind noch viele, viele, viele Punkte, die mir fehlen, beispielsweise Punkte im Bereich Außenpolitik, Punkte im Bereich Bildung, Infrastruktur, Steuersystem, aufgeblähter Staatsapparat. Also da fehlen mir persönlich noch einige Punkte, aber das ist schon mal sehr gut hier. Das heißt, jetzt gehen wir wieder die ganzen Programme durch und dann werde ich mal hinzufügen, was und wie ich das Ganze machen würde und auch warum. Das war's, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Da könnt ihr jetzt mal gerne ein paar Kommentare reinschreiben. Bis dann. Jetzt wisst ihr, wie, wo, was ich stehe. Und ich habe da auch keine Angst, Leute. Mir ist es mir egal, ob jetzt deswegen einer bei mir mehr Kunde wird oder weniger Kunde, mir jetzt einer mehr einen Daumen hoch gibt oder runter gibt, mir ist es alles egal. Deswegen, ich sage meine Meinung gerade nach außen und fordert alle Leute auf, die eine Reichweite haben, die ein Business haben, die Gelder haben, die Einfluss haben, ihre Meinung öffentlich zu machen. Meines Erachtens nach sollte jeder seine politische Meinung öffentlich machen und raushauen, weil viel zu viele sind viel zu still. Also bis dann, Leute, macht's gut, euer Karl. Deabonnieren und ciao.